wir sind ja oben im Gemeindewald von Dausenau. Mittendrin ist diese Sechseckhütte, das liegt an der Lahn-Westerwald-Runde, 20 Kilometer Rundwanderweg. Und die Hütte war marode. Das heißt also, unsere Aktenmäscher-Gang hat ja sich vorgenommen, die alte Hütte abzubauen, haben die auch getan, und haben eine neue bestellt, und zwar in Kooperation mit dem Naturpark Nassau, mit dem Referenten Stefan Eschenauer, der für uns immer da ist, verschiedene Sachen im Wald mit uns plant, Projekte durchführt, auch mit den Kindern. Und jetzt dieses Projekt jetzt ist zu Ende gekommen. Da sieht man hinter mir die Hütte, die gebaut wurde, also professionell. Wir haben zwei Bauingenieure, die auch beteiligt waren. Und auf jeden Fall sind die Mitglieder der Aktenmäscher-Gang. Die Aktenmäscher-Gang sind überwiegend Rentner, die hier im Ort ehrenamtlich tätig sind. Die Ortsgemeinde hat kein Geld für solche freiwillige Aufgaben. Die Hütte wäre ohne die Rentner-Gang nicht nochmal errichtet worden. Das heißt, eine neue Attraktion für Dausenau. Wir sind sehr stolz darauf. Ich habe mich auch vorhin im Namen der Ortsgemeinde Dausenau bedankt bei den Rentnern bzw. bei der Aktenmäscher-Gang für diese tolle Leistung. Wir haben hier die Hütte, die defekte Hütte abgerissen, haben eine neue Hütte gebaut, haben uns ein halbes Jahr da hingesetzt und langsam nach und nach so ein Gerät aufgestellt. Und heute haben wir unsere Einweihungsfeier. Es ist sehr gut angekommen. Auch die ersten Gäste sind schon hier, habe ich gesehen. Unser Förster hat sich hier eingefunden, der auch schon die Bäume angeguckt hat, ob da nichts drauf fallen kann. Das haben wir im Vorfeld auch schon selbst gemacht. Wir haben uns also die Basiskonstruktion überlegt, sodass wir also die Sechseckhütte auch wirklich in ein Sechseck gebracht haben. Haben uns dazu eine Richtlatte konstruiert, wo wir auch im 3D-Druck einige Anbauteile gemacht haben, sodass wir also das Ganze im Sechseck komplett austeilen konnten. Als neuer Förster hier auch von Dausenau freue ich mich über das extrem große Engagement von der Aktenmäscher-Gang, von den ganzen Ehrenamtlichen, die hier so ein tolles Projekt umsetzen können. Wir haben einen herrlichen Ausblick von hier oben. Regelmäßig Wanderer, die hier vorbeikommen, freut uns sehr. Man hat es eben schon gehört, Verkehrssicherung an solchen Erholungseinrichtungen ist auch Thema im Wald, im Zuge des Klimawandels auch viel mehr, als das früher einmal war. Hier die neue Hütte an einem wunderschönen, sicheren Ort gebaut. Wir als Naturpark, also wir sind eins der Schutzgebiete im Land Rheinland-Pfalz und wir haben verschiedene Handlungsfelder, die wir erfüllen. Und die erfüllen wir mit den Leuten vor Ort, also mit den Gemeinden, mit Initiativen, mit Vereinen, mit allen möglichen, wie gesagt, Leuten dann hier vor Ort. Und das sind Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt, also Naturschutz, Landespflege, aber auch touristische Maßnahmen, die im Kern dazu dienen, um auf die landschaftliche Schönheit aufmerksam zu machen. Und da gehören solche Wanderhütten oder Schutzhütten, wie wir hier jetzt eine hinter uns stehen sehen, die neu gebaut ist, gehören natürlich dazu. Das ist ein super Aussichtspunkt, um die Landschaft zu genießen und im Prinzip auch nicht nur die Aussicht auf das schöne Dausenau zu genießen, sondern auch in den Naturpark hinein.